hat mich Henry auf den Kicker. Der macht mir das Leben im Matrix einfach nur schwer. Als wäre die Schicht nicht schon anstrengend genug gewesen, lässt er mich ernsthaft nach Feierabend noch den Barbereich putzen? Ich will einfach nur in mein Bett, statt so eine Scheißarbeit zu machen. Hey, Emmy! Lag ich doch richtig. Was Hi. Hast du denn? Von der Arbeit? Ich würde aber auch gerne reinschlafen. Ich bin echt ein bisschen durch. Kann ich verstehen. Ich hatte auch so eine harte Nacht hinter mir. Ich habe Croissants bei mir zu Hause. Hast du eventuell Lust, mit mir zusammen zu frühstücken? Ich glaube, ich wüsste ganz genau, wie ich dich wieder wach bekomme. Ja, danke fürs Angebot, aber ich glaube, ich bin wieder rein zu Hause. Hi. Hey. Baby. Hey. Hi. Warum kommst du jetzt? Das hat länger gedauert. Frag nicht. Henry hat mich einfach auf den Kicker und ich durfte extra Arbeiten machen. Wirklich, das ist beschissen. Erzähl ich dir später. Gut, ich mach mich los, ja? Wenn was ist, dann melde dich, ja? Ja, klar, kein Problem. Okay. Baby, hast du heute Abend zufällig frei und wir machen was zusammen? Schönes? Komm schon. Voll gerne. Aber geht leider nicht. Vivi hat heute frei und ich muss jetzt im Großmarkt, ich muss ein paar Bestandteile kaufen. Alles, okay. Ne? Sorry, ja? Dann mal dann. Toria. Ciao, ciao. Ich habe schon verstanden. Du gehörst zu Janis und ich akzeptiere das, auch wenn es wirklich schade ist. Aber wenn du Zeit und Lust hast, kannst du mich ja gerne in meiner Bar besuchen kommen. Ganz harmlos auf einen Drink. Danke. Merkt ihr das Angebot? Mhm. Ciao. Ciao, ciao. Wo ist da die Tür? Was soll das? Ich hatte gerade ein richtig schlechtes Gewissen, als Janis plötzlich aufgetaucht ist. Und das, obwohl ich nicht mal was gemacht habe. Abgesehen davon, dass ich Nina letzte Woche geküsst habe, aber davon darf Janis nichts erfahren. Das ist eine super geile Stunde. Matrix ist ein Tanzclub und keine Konzerthalle. Okay. Also nein. Vivi. Leider. Darf ich dir einen Tipp geben? Das ist eine super Stunde, wirklich. Diskutier einfach nicht mit dem. Weil weißt du, Henry hat eine ganz eigene Sicht der Dinge, wie er Sachen organisiert und so, weißt du? Aber sag mal, okay. Ich habe jetzt ein schönes Nickerchen gemacht, ne? Soll ich das Loft auch noch mal putzen? Mach ruhig. In jeder Ecke? Also, eine Bar ist immer wichtig, dass es hygienisch sauber ist und aus organisatorischen Gründen. Okay, wenn du das hier im Matrix-Loft machen möchtest, kein Problem. Henry, mach die Bude sauber und dann haben wir kein Problem. Ich habe jahrelang in Bars gearbeitet, vor Matrix auch. Da musst du mir nicht irgendwas von Organisation erklären, okay? Pass auf, du machst einen super Job. Ich will nicht reinreden, kein Problem. Aber als Barchefin musst du einfach für mich außergewöhnlich sein. Und das erwarte ich halt im Matrix. Das ist wichtig. Und in Zukunft werde ich mir auch Eventperlen mal holen, also Eventbarkeeper. Und die machen ein bisschen mehr her. Warte mal, deswegen werde ich für deinen Job jemand anders suchen. Abgesehen davon, dass das, was du gerade gesagt hast, wenig Sinn ergibt, darf ich jetzt ernsthaft schlussfolgern, dass du mich rausschmeißt? Anstatt mir einfach mal zu erklären, was du wirklich willst von mir? Nein, ich schmeiß dich nicht raus. Du wirst immer noch bei mir arbeiten, hast du falsch verstanden. Du bist immer noch im Matrix, nur nicht hinter der Bar. Und als Barchefin wirst du abgelöst. Henry, pass auf, wir wissen, dass du ein ekelhafter Misskerl bist. Also musst du sie jetzt wie Dreck behandeln oder was? Kannst du mal nicht reinfunken? Wir beide haben gerade ein Gespräch. Ich funk dir rein, weil du echt ein beschissener Chef bist. Miller, lass gut sein. Ey, er wird nie wieder so eine wie dich finden. Du bist mega gut. Ist okay. Aber um mal wirklich was verständlich auszudrücken, damit du weißt, was ich meine, du kannst ja deine Emos in den Arsch schieben. Okay. Du weißt schon noch, dass ich dein Chef bin. Nicht mehr. Ey, ich fass es nicht. Henry ist so ein Arschloch. Ich hab Bar schon geschmissen, da wurde der noch von Mama am Arsch gepudert. Mann, aber es ist doch trotzdem scheiße. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Also, die Mädels warten fürs Promo-Shooting. Und deswegen, entweder gehst du oder wir fahren. Ich sag's dir wieder, keiner mag dich. Mike, falls du überhaupt noch meine Stimme kennst, ja, hier ist dein Chef. Hi. Ich erreiche dich seit vorgestern nicht. Wo sind du, Kim? Ich würde gerne wissen, ob ich heute Personal hab, ja? Bitte melde dich bei mir. Danke. Meine Fresse, ey, einwackeliges Personal. Ich erreiche Kim und Mike seit vorgestern nicht mehr, ne? Gestern sah die Bar aus hier wie scheiße. Deswegen musste ich sie auch ganz alleine schmeißen. Heute hat Vivi frei.
Und ich würde langsam aber sicher mal gerne wissen, ob ich heute Personal hinter der Theke habe. Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls keinen Job mehr. Was? Fuck, Mann! Alter, Dreckslieferant! Was hast du gesagt? Was ist? Hä? Henry hat mich heute Morgen gekündigt, also eigentlich degradiert. Der hat mal wieder mit mir rumgemäkelt. Ich würde sein Verständnis von Hygiene nicht verstehen. Und der will, dass ich als stinknormale Kellnerin bei ihm arbeite. Wollte ich aber nicht. Spinnt er? Deswegen habe ich gekündigt. War das richtig? Habe ich das Richtige gemacht? Keine Ahnung. Ey, das war so eine Scheißsituation. Ich habe, weißt du, ich habe noch ein Nickerchen gemacht, ich habe geschlafen und stehe da im Pyjama vor dem und der kündigt mich. Aber, okay. Scheiße. Ist scheiße, ja, Baby, aber pass auf. Scheiß drauf. Denn ich habe hier die Lösung. Du hast deinen Job verloren, ich habe hier gerade Personalmangel. Hä? Pass auf, du fängst einfach wieder hier an, mir auszuhelfen. Du, zwei Fliegen mit einer Klappe. Was sagst du? Hä? Ist ein Plan oder ist ein Plan? Ja, okay, ich weiß, du hattest jetzt nicht unbedingt das beste Verhältnis mit Mike, ja? Aber siehst du ihn irgendwo? Ich nicht. Wenn er wiederkommt oder falls überhaupt wiederkommt, werde ich ihn schon klar machen, dass er erstmal nichts zu melden hat. Hä? Du, dich hier? Du? Ja? Beste, pass auf. Im Büro ist so ein Stapel Papierkram. Kannst du dich bitte darum kümmern? Ich stell die Kisten wieder weiter rein und räume alles ein, ja? Ja? Danke dir, Baby. Dass Janis eine Lösung für mein Problem hat, ist schon schön, aber irgendwie hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Trost und Verständnis von meinem Freund gewünscht. Aber gut, egal. Ich werde ihm jetzt eine Runde helfen und er hat bestimmt später Zeit für mich. Dürfen die Gläser schon weg? Ja? Also, ich muss auf jeden Fall noch überlegen. Circa 10 Minuten bestellt. Ja? Spannend. Meldet euch bitte, ja? Mike, sag mir einfach nur Bescheid, ob du krank bist. Falls ja, wie lange, nur damit ich planen kann, okay? Danke. Kaum zu fassen, ne? Mike und Kim haben sich immer noch nicht gemeldet. Ey, Schatz, die Gläser hier, hier sieht auch alles aus wie Sau. Das geht nicht, ne? Guck mal. Auch hier, das muss immer sofort in die Spüle. Bei euch im Club ist es ein bisschen anders, aber hier in der Bar muss alles akkurat sein. Sag mal, riechst du das? Jo, Leute, raucht hier irgendjemand einen Joint? Sorry, Digga, es geht hier nicht. Leider ausmachen oder draußen rauchen, ja? Ich mach ihn aus, sorry. Ja? Sonst alles gut bei euch? Einfach ausmachen, lass mal ein bisschen durchziehen hier ganz kurz. Bitte schön. Mhm. Wisst ihr schon? Das schmeckt wie Wasser, also das ist doch kein Gin Tonic. Tut mir leid, aber eine Zitrone reinhaben. Ey, Brudi. Alles gut? Das schmeckt wie Wasser, Alter. Da ist viel zu viel Alkohol dran. Alter, ich verbessere das gewohnt. Alter. Mach's weiter, geil. Alles wissen wir, was ich ja. Alles gut. Wie kümmern wir uns drum? Auf jeden Fall für meine Freude und. Mua. Weißt du natürlich. Ey, sowas musst du als Barkeeper nehmen. Ich weiß nicht, wie viel du machen kannst, oder? Ist das gerade dein Scheißernst? Hä? Ist es dein Scheißernst, dass du mir so eine Sprüche klopfst, nachdem Henry mich auch noch gekündigt hat und ständig Sprüche klopft? Es ist mir scheißegal, ob ich jetzt hier an die Decke fahre, Janis. Du bist schuld daran. Anstatt einfach mal zu fragen, wie es mir geht. Hey, Baby, ich merke, du bist angespannt. Nein, Baby, kannst du mir helfen? Kannst du den Bürokram machen? Ich erreiche Kim und Mike nicht. Ja, okay. Oh mein Gott, ich krieg den Laden nicht alleine geschmissen. Es tut mir leid, okay, so war es nicht gemeint. Alter, Janis, komm. Bei dir ist nie irgendwie was so gemeint. Wie? Von daher kümmere dich mal um den Scheiß Mess. Die kannst du ja besser aufheben, anstatt mir mal zuzuhören. Ist das zu viel verlangt, wenn man von seinem Freund ein bisschen Verständnis erwartet? Aber gut, dann suche ich mir halt wie ein anderes, der bereit ist, mir zuzuhören. Dass aber ausgerechnet mein Freund nicht mal ein offenes Ohr für mich haben kann. Egal. Sorry, jetzt habe ich dich auch die ganze Zeit voll gelabert. Alles gut. Aber danke, dass du mir wenigstens zugehört hast. Gerne. Ein offenes Ohr hattest. Ich bin nicht nur deine heiße Nachbarin, sondern auch eine super Zuhörerin. Ja, das habe ich gemerkt. Oh Mann, ey, da stehe ich schon wieder ohne Job da. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, das ist so blöd. Blöd ist gut.
können. Nina, ich werde jetzt abhauen. Oh nein, bleib doch noch hier. Guck mal, ich habe eine super Idee. Du machst einen von deinen leckeren Cocktails. Was hältst du davon? Ja. Versprochen, ich baggere dich auch nicht mehr an. Okay. Ja? Ja, mach ich. Soll ich dich überraschen oder willst du einen Schuss? Ich darf dich gerne überraschen. Okay, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Und ich darf mich hier komplett austoben? Du darfst dich komplett austoben. Cool. Kuti. Nina ist nicht nur heiß, sondern auch echt cool. Und ich finde, jetzt sollten wir mal ein bisschen feiern. Weil nach der ganzen Scheiße habe ich mir das definitiv verdient. So, Feierabend. Ja, es reicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, es ist schon so spät geworden. Ich sollte auch mal langsam nach Hause. Soll ich dir noch beim Aufnehmen? Nein, Quatsch, alles gut. Sicher? Alles gut, sicher. Und danke schön für die leckeren Cocktails. Danke dir für den schönen Abend und baggerfreien Abend vor allem. Lass dich mal ab. Ja. Nina ist echt eine Wucht. Also warum nicht? Ich habe lang genug Scheiße gefressen und zurückgesteckt. Und jetzt nehme ich mir das, was ich will. Werde ich das morgen bereuen, aber drauf geschissen. Im Moment fühlt sich das genau richtig an. Es tut mir echt leid, dass ich mich die letzten Tage nicht gemeldet habe. Mike, ich will nichts hören. Pack deine Schlüssel vom L.A. auf die Theke und dann geh. Verschwinde hier sofort, du hast Kim schon mehr als genug angetan, oder nicht? Angetan? Sie ist doch statt gerade mal nehmen mit ihrer Scheißlüge. Bin ich denn ein guter Lover? Ja. Ja? Weißt du doch. Na dann wird Zeit, das mal auf Band festzuhalten. Mann, mir tut's echt leid, dass ich Janis anlügen musste. Aber was hätte ich denn sagen sollen? Hey, ich hab die ganze Nacht mit Nina gevögelt. Ich bin bereit, zu gehen und nie wieder zu kommen. Aber nur, wenn du es mir jetzt sagst, dass ich gehen soll. Schatz, ich hab dir was in der Apotheke.